Fuck, ich bin betrunken. Ich bin echt angetrunken. Ich hab gelogen, Bitch. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich, so probier's mal mit Humor. Die Oscar-Videos. Mal kurz. Aha. Hier, guckt euch diesen Stapel an. Sieht schon schön drei aus. Laptops und drei. Alter Mac Mini. Oh, schön. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Kommentare kommen. Ja, die sind voll doof. Verwöhnt. Ja. Kennt man. Kannst du so viel Geld haben, die Laptops kaputt zu machen? Machen wir es kaputt und die müssen eh kaputt gemacht werden, weil wir auch verwöhnt. Was tut er da? Nein. Nein. Lass es. Lass es. Nein. 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 Stopp. Nein. Nein, hör auf. Nein, nein, nein. Oh. Was holt er jetzt die Axt heraus? Das wird euer Ende. Nein. Nein! 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 Nein, nein, nein! Nicht die Axt, nein! 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 Was tut er da, du Mörder? Du! Was soll der Scheiß? Nein! Die kann man doch noch brauchen! Was? Tu nicht so! Nein! Schau doch nicht so, du dummer Kevin! Nein, nein! Das gibt Rache! Attacke! Du bist ja richtig reich. Alles in den Arsch gestorben. Das Abo. So, Videos, das würde ich auch drauf lassen, wenn das meinem. Wenn das. Ich betäube meine Sinne. Tut mich vor allem schwer, Leute auf YouTube zu bashen. Auch wenn sie es verdient haben. Ich will niemanden ans Bein pissen im Internet. Pisse nur Leuten im echten Leben direkt ins Gesicht. Wir gucken uns jetzt das Video Ich spiele mit einem Affen an. Weil in diesem Video habe ich das erste Mal das mit diesen Zwischensequenzen gemacht. Ihr kennt ja, das habe ich damals von Kegi geklaut. Also das war nicht meine Idee. Diesem scheiß verkackten random Video. So, das ist Qualität auf YouTube. Übrigens, 2012 war das beste Jahr auf YouTube. Heute, weil ich so kreativ bin, habe ich mir überlegt... 2012 war ich... Warte, was habe ich gesagt? 2012 war wirklich das beste Jahr auf YouTube. Heute, weil ich so kreativ bin, habe ich mir überlegt, spielen wir auf spielaffe.de. Die beste Seite für Spiele. Ich habe irgendein random Game genommen, das heißt Neil der Nagel. Ich bang's mit Blitz. Ja, Leute, ihr kriegt von mir einen eigenen Zoom. Ilse! Aha, der Nagel muss den Hemden ausweichen. Da war es, genau. Ihr wisst genau, was ich meine. Egal, ob ich mich betrunken vorhin komplett in die Scheiße gelabert habe. Ihr wisst, was ich meine. Genau Nagel das. Muss den Hemden ausweichen. Gut, nächstes Video, ich habe keinen Bock mehr, das Video anzuschauen. Die Sache mit den Frauen könnte man eigentlich mal wieder online stellen. Bei 30 Likes stelle ich das wieder hoch. Finde ich bis heute witzig. Ich weiß, du findest mich scheiße. Doch komm heute Abend zu mir. Ich habe eingekauft. Ich habe etwas Leckeres eingekauft. Es gibt Reis. Baby, es gibt Reis. Dazu kannst du wählen, Erbsen und Möhren aus dem Glas oder beides. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm mal dann zu mir, ich habe aufgeräumt. Lupina! Wir waren damals in Deutschland. Ne, wir waren in Frankreich, aber halt an der Grenze zu Deutschland in den Ferien. Und ich und mein Bruder mussten halt unbedingt in eine Rewe. Und da haben wir eben Lupina und Paloma gekauft, weil Nebel liegt. Ist das dein Ernst? Gut, weiter.
geräumt. Ich habe den Teppich Staub gesaugt. In allen Ecken war ich mit dem Staubsauger drin. Dann habe ich auch die Tapete hinterm Bett, hinterm Kopfkissen entpuppelt. So, hier, first edit. Ich habe... Oh, fuck. Ich habe... Hier primär geht es halt darum, um den Videoschnitt, und in den anderen Videos, die ich vorher gemacht habe, ging es halt primär ums Gameplay. So, das war der Unterschied. Die Flasche ist... Ja, warte, ich fülle das vierte Glas auf. Prost. Man sieht halt, ich probiere mit Effekten herum und schaue, was ich so alles drauf habe, dies, das. Und da ich keine Skywars-Aufnahmen habe, kommt noch eins 1v1, lel. Das war mein erster Edit. Den nenne ich es als erstes mal so. Also. Fuck. Das war der Edit, den ich als erstes Edit betitelt habe. So. Ist halt schon kein Bier. 13,5%. Lassen grüßen. Lassen. Grüßen. Montagsmaler mit Chris. Ich meinte ja vorhin, wir haben noch ein Video mit Chris. Da bin ich tatsächlich schon in diesem Zimmer hier, in diesem Raum. Aber mit dem alten Tisch, der sieht ja jetzt so aus. Mit meinem alten Handy habe ich das aufgenommen. Stimmt. Ich kann nicht mehr. Mit der alten Mausmatte, die auch aus Deutschland ist, als wir dort die Lupina gekauft haben. Und wir haben auf jeden Fall im Rewe Schnitzel gekauft. Und da ich jetzt besoffen bin, traue ich mich das? Ich will keine deutschen Judgen, okay? Aber die Fleischqualität, das Fleisch aus dem Rewe, das Schnitzel aus dem Rewe, verfickte Scheiße war das ekelig, Alter. Ich habe mir die Fleischtheke in Deutschland, egal ob in einem Edeka oder einem Rewe angeschaut, und habe mich so gedacht, Alter, was esst ihr hier für ein Müll? Also ihr esst Scheiße, sozusagen. Gut, was sind wir stehen geblieben? Er hat einfach Bilou auf seinem Punkt. Okay. Ja, leg's zusammen. Das könnt ihr gewinnen, wir machen jetzt auch Gewinnspiele. Perfekt. Ich auch. Ah! Stängelbanane in dein Horn. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals wirklich so. Probier's mal mit Humor. Hallo, meine süßen Kameraden der gurkenwassig-freudigen Gesellschaft der Ukraine. Alter, wie ich dort auf meinem iPhone 5C, diesem Schrottgerät mit dieser Plastik. Mit diesem Plastikgehäuse in Skype. Mich aufnehmen. Stimmt, Alter, ich habe mit dem Handy diese Sicht aufgenommen, die ihr vorhin gesehen habt, und die auf dem PC aufgenommen. Polen, ich wünsche Quality euch... Quality Content. Boah.
Das Video damals schon noch online. Gegeben. Wahrscheinlich morgen. Ich habe übrigens bis heute noch die gleiche Maus. Wir spielen ein Fake von uns konstruiertes Montagsmaler. Wir haben das System selber gebaut. Das könnt ihr auch nachspielen. Ihr habt Copyright dafür. Und zwar geht es darum, der andere zeichnet etwas. Und der andere muss es erraten. Und pro 10 Sekunden, der andere braucht zum Erraten, gibt es einen Punkt. Und wer schlussendlich mehr Punkte hat, hat verloren, wie beim Golf. Fangen wir an, Chris, oder? Ja, ist jetzt zu laut. Ja, was... Mann, Chris! Hier nochmal der Beweis. 3, 2, 1. Heißt, ich habe mich getroffen. 1, go. Penis von mir. Ein Mann. Nein. Stichmännchen. Das war ja, die wahre. Das ist die Vorlage. Das war die wahre erste Scribble.io Folge. Oh, ich halte jetzt mein Bein hier nach oben. Ist mir scheißegal. Ich nehme schon seit zwei Stunden auf. Ich denke. Baum. Nein. Penis. Da. Siehst du's? Da kommt ihn aus dem Arsch. Ah, ah, mein Popo brennt. Mein Popo brennt. Oh. Ja, ah, ist schon fast richtig. Es ist flüssig. Oh, ein Durchfall. Ja, ja! Das Wort war einfach Durchfall. Alter. GG. Minute 20 minus die 10 Sekunden. Das gibt 8 Punkte. Egal. Weiter. Jetzt bin ich wirklich betrunken. Als ob mich vorhin gerade etwa jemand. Ah, bin besoffen! Als ob mich gerade jemand deabonniert hat, Alter. Und wir schauen uns jetzt niemals wieder an. Jetzt muss ein bisschen ruhiger sein, was ich gerade sage. Der Edit ist echt gut, der hätte auch auf Hydro Eric landen können. Gefällt mir. Vielleicht ist das mit Edits auch so wie mit Frauen, Alter. Je besoffener man ist, desto besser werden sie. Aber eins ist mir klar, Mann, ich werd niemals wie du. Ich werd niemals wie du, ich werd niemals wie du, ich werd niemals wie du. Ich werd niemals wie du, Mann, ich werd niemals wie du. Ich werd niemals wie du, ich werd niemals wie du, ich werd niemals wie du. Ich werd niemals wie du, ich werd niemals. Genau. Wir haben uns jetzt alle Videos angeschaut, die ich euch zeigen wollte. Und wir mussten 4 Seiten hier im YouTube-Studio durchgehen. Und alle Videos, die auf meinem Kanal sind, sind auf der ersten Seite. Ich wollte bestimmt noch was zeigen. Hab was vergessen. Wenn in den nächsten 6 Monaten kein Video kommt, bin ich gestorben an einer Alkoholvergiftung. Hat mir Spaß gemacht, alte Videos anzugucken, euch ein bisschen Background-Infos zu geben, was ich so dazu zu sagen habe. Wir sind dann für heute, und natürlich den Hydro Eric Kanal, der wird nie offline gehen. Das kann ich euch sagen, da kommen immer Edits drauf. Guckt meine Videos, abonniert mich, teilt mich, bis 2022 ist das Ziel, mein Gesicht auf die Fanta-Flaschen zu bringen. Fickt euch, ihr Dreckskonzerne, fickt euch, Alter. Warum
nehmt die 50 Milliliter weg, weil ihr die Preise so behalten könnt und die Leute das Gefühl haben, das wird echt teuer. Hä? Hä? Leckt meine Eier.